Gute Vorhandlung. Da ist der Ball. Starker Ball aus der Defensive von Ingis. Erster Breakball der Begegnung. Das Problem ist nach wie vor der Aufschlag. Und macht im Augenblick alles richtig. Auch das hier gleich noch. Ja, gut gelaufen. Die Idee war nicht schlecht. Wieder die Linie. Ich habe es zu Beginn gesagt. Sie hat drei Jahren gespielt hat. Und jetzt weiß sie einfach, sie kann sich selber, glaube ich, gut einschätzen, wie sie drauf ist. Und wie gesagt, also sie kann sehr weit kommen, hat eine super Auslosung, Martina Hingis. Und wenn sie es nicht schafft, dann ist es auch nicht so schlimm, ne? Weil sie ja drei Jahre nicht gespielt hat. Einfach clever. Ja, das ist sechs Jahre, wer weiß. Schauen wir mal. Die Gesundheit muss mitspielen. Das war damals der Grund, warum sie aufgehört hat. Ach, dann hat sie ein bisschen Winkel spielen. Da sieht man es auch mal. Sie entschuldigt sich auch. Hat den Schläger sehr schöne Führung mit 3-1. Das hat mir gegen Marie Pierce gefallen. Da hat sie überhaupt nicht nachgedacht. Zumindest wirkte das nach außen so. Weil sie keine Fehler machte. Naja, das ist einfach gut. Ja, solche Geschenke kann sich Iveta Benešová natürlich nicht leisten. Drei Doppelfehler. Also, sie hat dich gehört. Das kommt oft so ansatzlos von Benešová. Man weiß, es ist schwierig zu lesen, wohin sie spielt. Beinstellung. Wie gesagt, sieht man es schlecht. Der erste Satz geht an Martina Hingis. Hätte ich nicht gedacht nach 0:30. Nein, hätte ich natürlich auch nicht gedacht. Der zweite Aufschlag war...
natürlich unsere Fahrt fortsetzen. And they are being wildly entertained by Martina Hingis and Iveta Benešová here. Hingis winning the first set 6-4, cracking 107 mile an hour serve, which for her is a big one. And she'll be happy with that ace in the last game of the first set. Benešová. Played set by Benešová until that 4-all game where she threw in the three double faults. And I think that was a little bit of a case of fatigue. Three of those seven errors by Hingis occurred in the first game, so she only had four after that. They were all pouncing on her. Mm-hmm. They weren't giving her any breathing room. Yeah, I mean, there's just what we're talking about, folks. And like Federer said, it's even a better story when she wins. It's great to have her back. She's a personality on and off the court. But having her win makes it just that much more credible and that much more exciting. Oh. That was a mishit return. Now with that high temperature, of course they won't change it in this match, but it may well be. We'll see roofs closed here again today as we saw at Vodafone yesterday because of the heat. Oh ja, sehr schön. Klasse Ball. Aber das ist eben zu selten von Benešová. Hier sehen wir das ganz locker und leicht. Uhrwerk. Oder das hätte dazu beigetragen. Aber sie ist wieder da. Also blitzsauber. Barbara Schett. Den Ball haben wir schon mal angesprochen, kaum jemand beherrscht ihn noch. Diese Vorhand kommt kurz gespielt. Martina Hingis setzt den Weg fort. Drittes Spiel, zum dritten Mal deutlich in zwei Sätzen erfolgreich. Zvonareva, die Finnin Lajin und nun die Tschechin Benešová. Sicherlich kein gutes Spiel. Vor allem der erste Satz war sehr, sehr maumäßig. Aber am Ende interessiert nur das, was oben steht am Scoreboard.